Yo Leute, was geht ab und willkommen wieder bei Nikos. Ja Freunde, ihr habt es in meinem vorletzten Video, glaube ich, gesehen, vor dem Gewinnspiel, wo ich euch gezeigt habe, was der Paulo Suede mir alles ermöglicht hat. Ja, und da habt ihr vielleicht gesehen, waren 2 Kilo circa von Nameless Tabak in dem Päckchen drin. Und ich habe euch ja versprochen, ich werde euch von Nameless auf jeden Fall gleich mal als erstes das Brett vorstellen, wo ich mir einfach nur dachte, damn Diggi, was ist los? Ich habe den Tabak, glaube ich, bei dem Shisha-Duo das erste Mal probieren dürfen, vor der Shisha-Messe, vor dem Motel One. Da habe ich mal eine Pfeife gezogen und da war mir eigentlich schon klar, Digga, ich brauche den Tabak. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob die den Bubblegum dort geraucht haben oder ob sie diesen hier geraucht haben. Nämlich ist es der Nameless The Red Turtle aus der Special Edition und das ist Kaugummi-Zimt, ja. Kennt ihr bestimmt, habt ihr bestimmt schon viele Dosen gesehen, die nach diesem Big Red Kaugummi schmecken sollen. Aber Freunde, der Tabak vorab schon mal, was ein Brett, was ein Brett. Erstmal zu dem Tabak, ja, Special Edition 13,50 kostet der Tabak, bekommt ihr 200 Gramm und ich finde der Preis, Freunde, der ist ja schon mal sowas von fein. Ja, da lässt sich gar nichts drüber sagen. Das Ganze kommt hier in so einer Plastikdose, die ihr aufschraubt und hier habt ihr schon mal so eine kleine Abdeckung, bevor ihr zum Tabak kommt, was ziemlich nice ist, ja. Denn wenn ihr diese Abdeckung drauf macht und die Dose zuschraubt, dann könnt ihr den Tabak rumwerfen und pipapo, euch läuft die Molasse auf jeden Fall nicht mehr aus der Dose raus. Das finde ich schon mal geil, was die Verpackung angeht, ja. Man kennt es ab und zu, wenn man dann den Tabak im Rucksack hat und die Dose fliegt runter, dann sifft euch hier die ganze Molasse raus. Passiert hier nicht, das ist schon mal mega nice. Freunde, ja, Big Red Kaugummis, Kaugummi Zimt, was gibt es dazu zu sagen? Ich mach mal hier die Dose auf und wir schnüffeln mal an dem Ganzen, nach was das Ganze riecht. Freunde, ja, also abartig. Ich glaube, ich hatte noch nie so einen intensiv kranken Kaugummi Zimt, aber ja, das ihr riecht da dran und ihr denkt einfach, ihr werdet hier geteebeutelt von Kaugummis an der Nase, was weiß ich. Schnitt und Feuchtigkeit, Freunde, der Schnitt ist mittel bis fein. Ja, das Ganze, meine Dose ist feucht wie Ready to Servus Leben. Und das Ganze schaut einfach richtig nice aus, Freunde. Der Geruch pornös. Ich habe das Ganze jetzt gebaut in meiner Mataleon mit einem KS-Apo-Kopf, mit einer Smokebox und 3 Black Kokos. So viel mal zum Setup. Und der Rauch, Freunde, wir checken mal den Rauch ab, was das Ganze rauchtechnisch macht. Ja, das raucht mal wieder wie, ich sehe euch nicht mehr. Und Freunde, der Tabak, ihr kennt meinen Kopfbau, ja. Ich habe den Tabak jetzt ziemlich bündig gebaut, vielleicht ein bisschen Overpacking. Er stößt an die Smokebox an. Aber Freunde, der Tabak verträgt so viel Hitze, ja. Ich habe den Tabak auch schon im Kaminkopf geraucht mit 4 Black Kokos und fast Vollkontakt zum Kamin. Leute, da tut sich nichts, ja. Da tut sich nichts. Euch brennt der Tabak nicht an. Also hitzebeständig ist das Ding. Und was macht das Ganze jetzt geschmacklich? Ja, mir fehlen ehrlich gesagt die Worte. Also es ist für mich einfach der beste Kaugummi-Zimt-Tabak, den es auf dem Markt gibt, Freunde. Ihr habt im Vordergrund, finde ich, habt ihr so ein bisschen die Note vom Freestyle Blues Bros, glaube ich, ist es, ja, der so nach Zahnpasta schmecken soll. Der geht auch so ein bisschen in diese Kaugummi-Richtung. Und dann kommt aber diese ausgeglichene Zimtnote sofort hinterher. Ich muss sagen, im Geruch war die Zimtnote ein bisschen intensiver, jetzt im Geschmack, aber ist das Ganze echt einfach perfekt. Perfekt. Das ist für mich der perfekte Kaugummi-Zimt-Tabak. Ja, Leute, ich sag das jetzt nicht, weil Nameless mir hier 9 Dosen gesponsert hat. Nee, ich habe auch Tabak noch da, der mir nicht so taugt von Nameless. Falls ihr Bock drauf habt, dass ich ein Video zu Tabaksorten mache, die mir nicht schmecken, dann müsst ihr es mir auf jeden Fall in den Kommentaren da lassen. Ansonsten, Freunde, aber was gibt's zu sagen? Ja, das Ganze ist abartig. Also, ich weiß ja nicht, wer auf Kaugummi-Zimt steht. Falls ja, Freunde, müsst ihr euch den Tabak auf jeden Fall holen. Also der ist gar nicht zu vergleichen mit dem Lasurli oder besser gesagt mit dem Kaugummi-Zimt von Alwaha oder von anderen Tabakmarken, wie man es gewohnt ist. Nee, das Ganze, das spielt mal wieder auf einer ganz anderen Ebene. Und Freunde, ja, ich weiß ja auch nicht, wer jetzt mein letztes Video gesehen hat. Da könnt ihr eine Pfeife gewinnen im Wert von 200 Euro auf meinem Kanal. Einfach mal abchecken mein letztes Video, dann wisst ihr, was ihr tun müsst, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Freunde, von mir aus geht
auf jeden Fall eine Kaufempfehlung raus, was diesen Tabak angeht. 13,50, 200 Gramm, ihr habt einen sehr, sehr feuchten Tabak, der geschmacksintensiv ist, den ihr overpacken könnt bis zum geht nicht mehr, der euch nicht anbrennt. Und ich finde, das ist so ein Tabak, den kann man einfach, also eigentlich sage ich ja immer, Kaugummi-Zimt ist so für mich eine Wintertabaksorte, die man so im Winter ganz geschmeidig raucht. Aber ehrlich gesagt, wir haben es heute 30 Grad, ich bin froh, dass es kurz mal wieder hier abgekühlt ist und geregnet hat, aber den Tabak kann man auch im Sommer echt geschmeidig rauchen, am Abend, am Lagerfeuer oder pipapo. Wer, wie gesagt, auf so einen Tabak steht, kauft euch den Tabak. Wer den Tabak Blues Bros von Freestyle probiert hat, könnt ihr auch euch mal jetzt die Sorte zulegen und die Combo mit Zimt ausprobieren und mir in den Kommentaren da lassen, wie ihr euch, besser gesagt, wie euch der Tabak schmeckt. Wer den Tabak schon zu Hause hat, ihr könnt mir natürlich auch eure Meinung in den Kommentaren da lassen, was ihr von Nameless haltet, was ihr von dieser Sorte haltet. Es ist die Special Edition, ja, ich habe gehört, dass der Geschmack eventuell aus dem Sortiment rausgenommen wird, wenn der nicht zu oft gekauft wird. Ja, also Freunde, ich hoffe, ihr kauft den Tabak massenweise, dass er im Sortiment bleibt, weil ich brauche einen vernünftigen Kaugummi-Zimt-Tabak, ja. Ansonsten, Freunde, ihr seht, das Ganze raucht. Ich wünsche euch da draußen auf jeden Fall noch einen guten Rauch. Ihr wisst Bescheid, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Und nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das noch mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo, dann hätten wir bald die 1 Million. Ihr wisst Bescheid, einen guten Rauch euch da draußen und bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao. Get by me.